würde zwar den Erfinder von Parkour erkennen, wenn ich ihn sehen würde, aber der Name weiß ich nicht mehr genau. Hat er mitgespielt in den Parkour-Filmen? Und ist ein Franzose, meine ich. Aber wie der hieß. Wenn ich den Namen höre, weiß ich's. Naja, ihr wisst es bestimmt. Richtige Assassin's Creed-Fans sind bestimmt auch Fans von Parkour. Guckt vielleicht sogar jemand hier zu, der tatsächlich selber Parkour macht. Irgendwo Parkhäuser oder sowas hoch und runter hüpfen. Dieser Typ, der tatsächlich. Oh, jetzt wollte ich hier gerade die Kräuter aufsammeln. Total Skyrim geschädigt. Der Typ, der tatsächlich einen Handstand auf dem Dach von einem. Nicht auf dem Dach, sondern auf so einem Geländer von dem obersten Stockwerk von einem Hochhaus macht. Und danach halt erklärt, wie er sich gefühlt hat. Das war, muss schon ziemlich heftig gewesen sein. Man meinte, in dem Moment, wenn man da nicht wirklich alles ausblendet und sich komplett konzentriert, dann endet das nicht schön. Ich glaube, ich könnte noch nicht mal, also jetzt nicht mal Handstand, noch nicht mal mich da hinstellen auf den Rand von einem Hochhaus. Ich habe ja so immer schon Bammel, wenn ich irgendwo wenn zum Beispiel ein Hochhaus aus Glas ist und man steht dann ganz oben an dieser Glaswand. Immer das Gefühl, das fällt gleich zusammen alles. Was natürlich nicht so ist, denn da standen schon 100.000 andere. Aber trotzdem, es könnte passieren, das ist. So, schreiben wir noch mal ein bisschen weiter an unserem Buch. Eine Ladesequenz für eine Cinematic-Szene habe ich auch selten gesehen. Hallo? Die Templer haben ihr Archiv auf Zypern zurückerobert. Abbas schickte keine Verstärkung. Es war ein Massaker. Maria, als wir Masyaf vor 10 Jahren verließen, war der Orden stark. Aber all unser Fortschritt ist zunichte. Aber es muss sich verantworten. So hat die sich entwickelt. Die war aber süßer, als sie jung war. Wem? Widerstehe deinen Rachegelüsten, Altair. Sprich offen, dann erkennen sie ihren Fehler. Er ließ unseren jüngsten Sohn hinrichten. Er verdient den Tod. Vielleicht. Doch wenn du den Orden nicht ehrenhaft zurückgewinnen kannst, zerstörst du das Fundament. Du hast recht. Vor 30 Jahren ließ ich mich von der Leidenschaft hinreißen und verursachte einen Bruch, der nie verheilt ist. Oh oh. Das klingt alles nicht so gut. Wer ist jetzt ihr Anführer? Wer denn? Wer denn? Wer denn? Zum Treffen mit Abbas gehen. Ich hätte ganz Sprich gerne jetzt. vernünftig, und vernünftige Männer hören auf dich. Einige schon, aber nicht Abbas. Ich hätte ihn vor Jahren ausstoßen sollen, als er den Apfel stehlen wollte. Doch du hast dir den Respekt der anderen Assassinen verdient, weil du ihn leben ließest. Woher weißt du das? Du warst nicht dabei? Mein Mann ist ein rechter Geschichtenerzähler. Sieh dich doch nur um. Masyaf ist nur mehr ein Schatten seiner selbst. Wir waren wirklich sehr lange nicht hier. Doch aus gutem Grund. Die Mongolen forderten uns heraus, dem haben wir uns gestellt. Wer hier kann dasselbe von sich behaupten? Wo ist unser ältester Sohn? Weiß darin, dass sein Bruder tot ist? Ich schickte eine Nachricht vor 4 Tagen. Mit Glück hat sie ihn bereits erreicht. Aber was machen die hier alle? Tut er mir leid. Er trägt seinen Groll wie einen Schutzmantel. Es wird ihm helfen, die Wahrheit zu erfahren. Hey, ich wollte nach da oben noch mal gucken. Straßen
spüre ich nur Angst in den Menschen. Keine Liebe. Abbas hat inzwischen diesen Ort zerstört. Und wo kommen die ganzen Geräusche her? Vielleicht gehen Klingt, als wären wir auf dem Marktplatz. Mag sein. Doch gehen wir gemeinsam. Pferde? All das finde ich ist ein bisschen schwach gerade. Das klang gerade eben so ein bisschen, als würde da im Hintergrund ein Auto vorbeifahren irgendwo. Lasst sie sprechen! Wir suchen Wissen über unseres Sohnes Tod. Warum musste Seth sterben? Sucht ihr die Wahrheit? Oder einen Vorwand für Rache? Beides. Wenn die Wahrheit uns einen Grund liefert, werden wir handeln. Gebt uns den Apfel, Alter ihr, und ich sage euch, warum euer Sohn sterben musste. Ah, das ist also die Wahrheit. Abbas will den Apfel für sich, nicht um euch zu erleuchten, sondern um euch zu kontrollieren. Ihr besitzt dieses Artefakt seit 30 Jahren, Alter ihr. Suhlt euch in seiner Macht und hortet seine Geheimnisse. Es hat euch verdorben. Nun gut, Abbas. Nehmt ihn. Was? Oh. Bevor ich euren Sohn richtete, sagte ich ihm, es wäre euer Befehl. Er starb im Glauben, ihr hättet ihn verraten. Oh. Lassen wir uns gerade dazu hinreißen. Altair, nein! Alter! Ach du Scheiße! Sei stark, Alter ihr. Maria. Er ist besessen! Tötet ihn! Nehmt den Apfel! Schnell! Da! Tötet ihn! Oh Mann ey, das ist doch schon wieder scheiße, das ist doch... Rotzpiepe. Blöder Bockmist. So, ich will hier nichts kontern, ich will jetzt hier abhauen. Lass, geh aus dem Kampfmodus. Wir sollen hier abhauen, so. Mann, jetzt kämpfen wir gegen Assassinen. Wir sind doch der Assassine. Jetzt kämpfen wir gegen unsere eigenen Landsleute. Das ist doch... blöd. Ich finde das gar nicht gut gerade. Was ist hier los? Wir machen hier eine Bolognese, oder wie? Gucken, ob es hier oben rausgeht. Vielleicht können wir durchs Fenster hüpfen. Ja, wir können durchs Fenster hüpfen. Juhu! Mann, ey! Mann, ey! Jetzt werde ich auch aggressiv hier. So ein blöder... Warum hat... Ja, was heißt warum hat... Warum haben wir das mit dem Apfel gemacht? Aber man kann es ja verstehen. Was ist das für eine miese... für ein mieser Typ, der... Ah... Ich finde da gerade gar keine Worte für. Ich bin gerade so ein ganz bisschen schockiert. Also ich fand die Story bisher ja ziemlich geil, aber jetzt finde ich sie... noch geiler. Das ist einfach so ein Schockmoment und sowas. Ich verhielt eure Nachricht. Was ist geschehen? Oh, Darim. Darim, kehr um! Sind jetzt alle verrückt? Wir müssen gehen. Abbas darf den Apfel nicht in die Finger bekommen. So ihr mehr Dolche braucht, nehmt sie. Das ist unser Sohn. Über euch. Komm. Wo ist Mutter? Mhm. Ist tot, Darin. Tut mir leid. Da vor uns. Was? Wie? Kommt, kämpft mit mir. Später. Zuerst kämpfen wir. Kämpft mit mir später. Zuerst kämpfen wir. Wir müssen nicht geil. Kämpfen. Spar dir die Worte. Sie wurden von Lügen vergiftet. Mit Darim fliehen. Das heißt, Darim ist der Vater oder der Opa oder sowas von Ezio. Wir müssen fort von hier.
Entfernung zum Ziel verringern. Okay, laufen wir mal lieber hier hoch wieder. Der hüpft jetzt bestimmt da hinten an dieser einen Stelle runter. Ich sehe nichts. Mann, oh. Wie ist blöd. Das ist doch... Werd aggressiv. So ein Rotz. Da verändert sich die Kameraperspektive. Man kann nichts machen. Ich habe LT gedrückt und habe ihn nicht... habe das Target nicht weggenommen bekommen. Deswegen habe ich ihn ja abgeworfen. Und wegen sowas verliert man. Blöd. Man muss sehr geduldig sein. Aber was sage ich hier eigentlich? Ich habe ja wenigstens noch die... Ich spiele das ja wenigstens noch. Ihr guckt ja nur zu. Für euch muss das ja... Ihr Armen. Jetzt haben wir auch nur 25 Messer. Wir bleiben jetzt einfach mal direkt bei ihm. Er rennt jetzt woanders lang. Jetzt rennt er hier hoch. Achtung! Ich muss meinen Onkel besuchen. Wenn er hier ist, warum haben wir ihn eben verloren? Mir war auch so, dass ich das Zeichen von ihm gesehen hatte, direkt neben uns. Oder er ist gestorben, das kann natürlich sein. Ja, wohin jetzt? Was hast du jetzt vor? Palm auf dem Hinterkopf. Was, der meinen Bruder ermordete? Deinen Bruder, Malik und viele andere. Er ist des Wahnsinns. Ein Wahnsinniger mit einer Armee. Er wird sterben. Eines Tages wird er büßen. Wir verbrauchen keine Messer. Hihi. Okay, Darim, geh vor. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Es war eigentlich mein zweites Zuhause hier gerade, aber... Eigentlich möchte ich mich fast weigern, die zu töten, denn das sind im Endeffekt Brüder. Scheiß Macht. Scheiß Abfall. Hier alles voll ist von Gegnern. Es ist Zeit zu gehen. Na denn los? Oh, cool. Ich werde den Apfel besitzen, Alter ihr. Und euren Kopf hole ich mir auch. Dafür, dass ihr meine Familie entehrt habt. Ihr könnt nicht ewig davonlaufen. Nicht vor uns und nicht vor euren Lügen. Ey, unsere eigenen Landsleute. Es ist von wegen Kämpfen für Ehre. Für das Gute. Zusammenstehen, Vertrauen und all so ein Quatsch. Und dann machen die hier so einen Rotz. Wir wissen ja auch gar nicht, was Alter E gemacht hat. Er hat ja gesagt, er hat einen Bruch begangen. Vielleicht hat er ja selber Mist gebaut. Aber so jetzt, wenn das nicht passiert wäre, wäre die ganze Geschichte nicht so gelaufen, wie sie jetzt gelaufen ist. Und wir hätten das Spiel nicht spielen können. Also sind wir doch froh, dass das alles einfach mal in den Bach runtergegangen ist.